So Freunde, ich bin in Essen bei der Zeche Zollverein. Riesengelände, ich war noch nie hier, ist eindrucksvoll bei Tag, jetzt bei Abend eher unspektakulär. Ich bin aber eigentlich für die Nachtfotografie hierher gekommen und jetzt stehen wir da. Das Einzige, was hier angeleuchtet haben, ist die Rolltreppe. Die blinkt rot oder scheint rot daher. Alles andere ist hier wirklich dunkel. Und der einzigste Clou, den ich mir jetzt hier einfallen lasse, ist, ich mache eine längere Belichtungszeit, damit, dass diese rot angeleuchteten Treppen verwischen. Dass es aussieht wie so ein Förderbahn, wie wenn da jetzt Lava oder irgendwas runterfließen würde. Das denke ich mir einfach dabei bei diesem Foto. Hochkantig, nehme hier nichts von dem Außenrum rauf, sondern nur die Rolltreppe. Und sage jetzt mal, hey, ich möchte ungefähr, sagen wir mal, wie viele Sekunden braucht man denn? 6, 7 Sekunden? Ich gehe mal auf 6 Sekunden und schaue mir das Ganze an. Welche Blende muss ich denn hier nehmen? Ich habe 70 mm drauf, genau, 24-70, bin auch auf 70 mm. Jetzt könnte ich hier ungefähr auf einer 14er Blende 6 Sekunden lang belichten und dann erscheinen diese Rolltreppen als rote Feuerbänder, ja, Lavabänder. Natürlich muss ich jetzt abwarten, bis die Menschen weg sind, aber wenn es soweit ist, fokussiere hier einfach auf die Rolltreppe und mache das Bildchen. Mai. Wirklich in der Mitte der Rolltreppe rein fokussiert. Das sollte gut werden. Aber Voraussetzung ist, dass die Menschen jetzt hier weg sind. Beziehungsweise, wenn die in Bewegung sind, mache ich das Bild jetzt. Bei 6 Sekunden verwischen die. Also schade, merkt euch das. Nachts bringt es nichts, hierher zu fahren. Sieht doch gut aus, zack. Ich habe eine verwischte Rolltreppe. Und das ist auf jeden Fall ein Bild, das checkt man nicht gleich und denkt, wow, wo ist das denn? Leute, jetzt schau mal her, ich bin jetzt mal näher rangegangen an die Rolltreppe, mache das Ganze mal im Querformat, auch wieder mit 6 Sekunden Belichtungszeit auf einer F14, weil F14, ich erhoffe mir da oben diese Blendensterne, schaue auch hier zu, dass ich komplett symmetrisch aufgebaut habe und dann ist es hier mehr als Disco. Das ist echt cool. Fokussiere vorne auf die Mitten der Treppenstufen, das sieht geil aus, diese gezackten Linien. Man muss hier nur mit dem Boden aufpassen, wenn man hier drauf tritt oder sich bewegt, vibriert hier alles. Ist gar nicht so easy. Aber schaut her, ich fokussiere da oben drauf, wow, das sieht gut aus. Querformat fast besser noch als im Hochformat. Und das sieht aus wie im Eingang zu so einer Disco, wie früher halt. Hochformat bin ich mir nicht sicher, ob das gut kommt. Mal schauen. Warum nicht? Auch geil. Schaut mal her, wie ich hier mit den Ecken arbeite, hier mit der Kamera. Cool. Jetzt finde ich es schon wieder richtig cool, hier so ein Bild zu machen. Wartet, jetzt ist der Mensch da weg. Geiles Bild, oder? Cool. Geh mal. Zeche Zollverein. So, was machen wir denn jetzt aus dem Abend? Daniel. Von der Zelle. Von der okay. Also eine Hauptattraktion nach der anderen hier im Pott. Wir sind jetzt hier in Gelsenkirchen oder neben Gelsenkirchen an dieser Doppelbogenbrücke. Das ist auf jeden Fall ein super gutes Fotomotiv, weil die beleuchtet ist, die ist knallrot und unten drunter fließt ein schöner Fluss durch. Und wie es halt immer so ist, wenn man an so einen Spot kommt, muss man den erstmal erkunden. In der Nacht ist halt ein bisschen schwieriger, das heißt mehr Zeit mitbringen. Jetzt laufen wir mal hier außen rum und schauen mal, wie wir zum Ufer runterkommen. Trinken noch den einen oder anderen Schluck Bier dabei und gucken halt einfach mal, von wo eignet sich diese schöne Formation irgendwie einzufangen. Ich muss mir halt auch gucken, woher kommt das Licht, und so wie ich das sehe, wird die von innen irgendwie angeleuchtet. Wahrscheinlich sind wir dann rechts neben der Brücke und fotografieren in die Richtung, in Richtung Mond, weil von oben kommt das Licht vom Mond, da hat die ganze Brücke noch ein bisschen Kontur. Ja, ihr habt das Spitzenlicht quasi vom Mond, von der Seite wird es angeleuchtet. Schauen wir uns die Sache mal an. Aber die ist bestimmt 20, 30 Meter hoch. Da würde ich tatsächlich mal mit dem richtigen Weitwinkel an die Sache rangehen. Ja, 14 mm wieder mal. So, schauen wir uns das mal an, komm! Okay, gar nicht so einfach, diese Doppelbogenbrücke zu fotografieren. Ich war jetzt auf dem anderen Ufer, also gegenüberliegenden Ufer, und es ist sehr, sehr eingewachsen. Also jetzt, obwohl Winter ist, sind die Hecken hoch, um da ein schönes Sicht drauf zu kriegen. Da tue ich mir echt schwer. Was auch schwierig ist, wir haben super viel Wind auf dem Wasser. Das kann man sehen, das ist einfach verwaschen alles. Man kriegt hier keine Spiegelung hin. Aber ich habe jetzt dennoch hier rumprobiert und ein gutes Bild hingekriegt, und zwar aus der äußersten Ecke, jetzt hier links neben der Brücke. Ich stehe ja auch hier beim Amphitheater, glaube ich, ist das hier an so einem Zaun, weiter kommt man nicht nach hinten, und behelfe mir jetzt bei diesem Bild mich mit einer Taschenlampe, und zwar leuchte ich die Brücke von hier unten mit meiner kleinen Taschenlampe oder Stirnlampe 2 Sekunden lang an, damit ich hier ein vernünftiges Bild auf 14 mm hinkriege. Ich wäre gern noch 1 Meter weiter hinten, aber es funktioniert nicht. Gut, und wenn ich jetzt hier auf 10 Sekunden auf einer 4er Blende ISO 250 das Bild mache, mache es jetzt nochmal hier für euch, leuchte ich jetzt die Brücke kurz an, habe natürlich auf die Brückenbogen fokussiert, jetzt leuchte ich kurz den Brückenbogen an und gehe raus. Ist es für mich ein okay Bild, sagen wir so, mit Mond rechts drüber, wie schon geplant am Anfang, die 2 Bögen und eine leichte Spiegelung. Das war es von mir, von dieser Doppelbogenbrücke hier bei Gelsenkirchen oder in Gelsenkirchen. Schauen wir mal, wo es uns noch hinführt. Die Fototour hat mich jetzt hier weiter nach Altenbecken geführt. Altenbecken liegt in der Nähe von Paderborn, circa, ich schätze mal, 15 Kilometer weg. Und hier oben, wo ich stehe, gibt es eine Aussichtsplattform. Und eine Aussichtsplattform auf einen Eisenbahnviadukt. Oh, da kommt jetzt der Zug, der Zug kommt. Ich muss das Bild schnell machen, Leute. Er kommt. Schnell die ISO hoch, schaut her, was ich meine. Schaut her, da ist der Zug. Der fährt durch und ich mache das Bild. Ich hoffe, dass das noch alles klappt. Wow, 30 Sekunden. Oh Gott, ob das jetzt geklappt hat. Die Rücklichter habe ich 30 Sekunden. Es war eigentlich alles eingestellt, ne? Yes! Juhu! Yes, wir haben ihn, oder? Oh, jetzt mache ich das Licht wieder an. Haha! Ey, wie geil, oder Daniel? Lässig! Leute, ihr merkt gerade, dass ich mich echt freue. Das hat folgenden Grund. Ich stehe hier oben auf dieser Aussichtsplattform schon einige Zeit und ich habe es schon zweimal wirklich verkackt, hier einen Zug zu fotografieren, der hier durchgefahren ist. Der Zug, der fährt hier über ein uraltes Eisenbahnviadukt. Da sind riesige Säulen da vor mir. Bestimmt 20, 30 Meter hoch oder so, die leider nicht mehr beleuchtet sind. Aber der Zug zieht eben so eine schöne Linksschleife. Oder ist es links? Genau. Und am Anfang habe ich die Kamera hier oben aufgebaut, habe anfokussiert, dachte, der Bildausschnitt ist gut. Und dann kam der Zug mit dem Licht auf mich zu. Dann habe ich gemerkt, nein, der Bildausschnitt ist viel zu weit. Dann habe ich den nochmal verkleinert, bin dann auf 70 mm oder sowas gegangen oder auf 70. Und dann hat der Autofokus natürlich nicht mehr gesessen, beziehungsweise, nee, warte mal, der manuelle Fokus hat nicht mehr gesessen. Oh, da haben wir nachgeguckt und in der Deutschen Bahn-App stand dann drin, dass das der letzte Zug war. Oh, geärgert, zusammengepackt. Ja. Dann stand ich hier 5 Meter weiter, hab Schmarrn geredet und Schmarrn gemacht. Plötzlich haben wir einen Zug gehört, der von der anderen Seite kam. Dann wieder hierher gerannt, den Rucksack ausgepackt, Kamera nur aufs Geländer aufgelegt und gedacht, ich kann die Kamera hier 30 Sekunden lang in der Hand lehnend auf dem Geländer halten. Natürlich ist das Bild total verwackelt gewesen, zeige ich euch. Und jetzt haben wir wirklich nachgeschaut und da kommt kein Zug mehr. Und tatsächlich, ich wollte euch jetzt zumindest die Szene nachgestellt zeigen und tatsächlich ist noch einer reingeballert von hinten mit den Rücklichtern. Dann schaue ich mir das nochmal an. Der Fokus sitzt, der Zug kommt links aus der Ecke reingefahren. Es ist einfach ein wunderschönes Bild. Es ist der Hammer. Und die 30 Sekunden haben auch genau gepasst, ja, dass der die ganze Linie einfach durchzieht. Oh Leute, ich bin so happy gerade. Also ich stehe jetzt hier am Eismahn-Viadukt. Und es hat tatsächlich geklappt. Das Bild kann man halt noch verbessern, wenn da hinten diese Brücke schön angeleuchtet ist. Kommt da hinten nochmal ein Zug? Da ist doch noch was Rotes da hinten. Das ist ein Auto, okay. Fährt da jetzt ein Auto die Gleise lang oder was? Und jetzt nochmal kurz, weil jetzt ist die Zeit, Eisenbahnviadukt in Altenbecken. So heißt es hier. Also rechts neben Paderborn. Oder? Genau. Ist gar nicht so weit weg neben Paderborn. Es ist unglaublich, jetzt hat es geklappt und jetzt könnt ihr auch sehen, warum ich mich so gefreut habe, weil ich es einfach zweimal verkackt habe und ich stehe hier schon eine Zeit lang. Wow, also dann habt eine gute Nacht. Ich freue mich auf weitere Videos und die kommen sehr, sehr bald. Ciao, euer Sigi und wenn euch das Video getaugt hat, abonniert den Kanal. Bye, bye. Okay, ein Zug kommt nochmal. Geh dann auf Tauchstation, Daniel. Da kommt er, da kommt er. Ich löse gleich aus. Ich habe 2 Sekunden Verzögerung. Ich löse jetzt aus. 1, go! Jetzt kommt der Zug reingefahren. Hehe, wieder von hinten. Yes! Diesmal sitzt die Schärfe, diesmal passt alles. Blende 4, 30 Sekunden, ISO 160. Und er ballert auch echt schnell durch, du. Das sind 30 Sekunden fast schon zu lang. Wow! Cool. Meine läuft noch. Jetzt ist er weg und jetzt höre ich auf. Boah. Voll geil, wir haben es drin. Wir haben es jetzt zweimal. Sau gut.